Ich möchte in diesem Podcast versuchen, die Reiche des Seleukiden und Ptolemäer in aller Kürze etwas zu charakterisieren. Bei den Seleukiden gibt es drei Kategorien von Untertanen. Erstens die Dynasten. Das sind hohe, weltliche und geistliche Herren, die faktisch unabhängig waren. Zweitens die griechischen Poleis. De facto sind sie relativ autonom und auch außerhalb der Territorialverwaltung. Ihr Verhältnis zum Reich regelt formal einen Vertrag. Und drittens die Völkerschaften. Nur sie unterstehen den Seleukiden direkt durch Statthalter. Alle drei Größen sind aber steuerpflichtig. Die Größe des Gesamtgebietes schwankte enorm. Zwischen 312, als Seleukos I. Babylon an sich riss, und 129, als nur noch ein kleines Gebiet in Nordsyrien übrig war. Das Seleukidenreich zeichnet sich durch eine enorme Vielfalt an Völkern und Kulturen aus. Ganz im Unterschied zum Reich der Antigoniden und Ägypten, wo nur zwei Kulturen aufeinander prallten. In Kleinasien lebten an den Küsten die Griechen in ihrer Poliskultur. Im Zentrum die Kelten, mehr oder weniger in Clans organisiert. In Palästina lebten die Juden mit ihrer ganz eigenen, distinkten Kultur und Religion. Im Süden die Araber. Das Zweistromland war immer noch von den uralten Hochkulturen geprägt. Im Osten lebten iranische Reiternomaden. Aber es gab auch vereinzelt griechische Neugründungen, die gewissermaßen isoliert im Niemandsland lagen. Auch die Seleukiden regieren mit ihren Philoi, mit Freunden und einer griechisch-makedonischen Oberschicht. Auch die Seleukiden regieren mit ihren Philoi, mit Freunden und einer griechisch-makedonischen Oberschicht. Zwei Generationen lang waren Einheimische ganz von Verwaltungsämtern ausgeschlossen. Dann macht das Verwaltungspersonal nur 2,5% aus. Alexanders Idee einer Verschmelzung war von seinem direkten Umfeld wohl nie verstanden worden. Das Seleukidenreich war in 25 bis 30 Satrapien gegliedert. Darunter gab es Hyparchien und Toparchien. Die Satrapen regierten wie kleine Könige. Den Makedonischen kam die volle Militärgewalt zu. Den Einheimischen wurde ein makedonischer Militärbefehlshaber zur Seite gestellt. So in Babylonien, in Kappadokien und in Kilikien. An der Spitze der Finanzverwaltung stand ein Epiton Prosodon. Ihm unterstanden Finanzfunktionäre in den Satrapien und deren Untergliederungen. Also auch hier gab es ein großes Interesse am Füllen der Staatskasse. Aber das war nicht so einheitlich und so durchgeplant wie im Ptolemäerreich. Bei den Seleukiden gibt es einen Stellvertreter des Königs, einen, wir können auch sagen, Großvisier, Epiton Pragmaton, also eine Art Geschäftsführer, wenn wir das wörtlich übersetzen wollen. Diese Struktur spiegelte sich auch auf der Ebene der Satrapien wider. Der Satrap war ziviles und militärisches Oberhaupt seiner Provinz und stand damit ganz in der Tradition des Achämenidenreiches. Antiochos III. War dann der große Reorganisator. Er stellte das gesamte Reich auf Strategien um. Der Stratege ist deren oberster Militär- und Zivilbefehlshaber. Ihm zur Seite steht ein Finanzminister, der Diokletos. Die Könige hatten riesige Domänen, auf denen Scharen von hörigen Bauern, Laoi, und Sklaven, Euketai, arbeiteten. Allerdings war die Sklaverei auf dem Land nicht weit verbreitet. Die Laoi lebten in Dörfern und unterstanden manchmal einem Komarchen oder einem Grundherrn, um dessen Wehrturm herum sie siedelten. Sie mussten dem Grundherrn Abgaben und Dienste leisten. Bei einem Besitzwechsel der Ländereien gehörten sie einfach mit zum Inventar, selbst wenn sie schon weggezogen waren. Den Verpflichtungen am alten Wohnort war aber immer noch nachzukommen. Aus inschriftlich erhaltenen Briefen wissen wir, dass es verschiedene Rechte an Grundstücken gab. Privateigentum, Erbpacht, Schenkungen vom König. Offenbar gab es viele Formen und Möglichkeiten des Grundbesitzes. Der Seleukidenkönig wuchs hier in die gewachsenen orientalischen Strukturen hinein. Das heißt, theoretisch gehört alles Land ihm, weil es speergewonnen war.
Aber faktisch kann er dann doch Land in unterschiedlicher Art und Weise vergeben. Letztendlich lag jedoch der Vorbehalt eines letzten Eigentumsrechts beim König. Kommen wir zu den Kadoikiai. Kadoikiai waren Militärsiedlungen für Soldaten und Reservisten. Kleroi heißen die Parzellen, die dafür vorgesehen sind. Manchmal waren diese Kleroi erblich. Kadoikiai sind ganze Siedlungen von Veteranen auf Kleroi. Kadoikoi sind die Soldaten, die dort siedeln. Kadoikoi sind also die Inhaber von Kleroi. Die Kadoikoi haben drei Funktionen. Erstens, sie stellen Reservisten für den Notfall. Zweitens, sie dienen als eine Art Wehrbauern, als eine Garnison, die die Ordnung aufrechterhielt. Und drittens, sie haben die Aufgabe der Landbebauung. Kommen wir zu den Städten im Seleukidenreich. Bei Städtegründungen wurde das Stadtland aus dem Königsland herausgenommen. Hier war dann wirklich Erwerb von Grundeigentum möglich. Die Städtegründungen bleiben also in griechischer Tradition, die die Herrscher nicht nur respektierten, sondern immer wieder auch implementierten. Das heißt, es gibt völlig verschiedene Eigentumsstrukturen und damit auch verschiedene Untertanengruppen. An eine Vereinheitlichung war überhaupt nicht gedacht. Städte wurden bis an den Indus gegründet. Eine große zivilisatorische Leistung des Seleukidenreiches. Vor allem die ersten drei Seleukiden betätigten sich als Städtegründer. Seleukos I., Antiochos I. und Antiochos II. Die meisten Städtenamen sind makedonisch oder nordgriechisch. Von diesen Orten im Mutterland kamen wohl die meisten neuen Einwohner, die eben zur Erinnerung an die alte Heimat den Namen mitnahmen. Wie viele Europäer, die als Auswanderer in die USA ihr Glück suchten. Vier Großstädte in Nordsyrien, das Seleukos sich als Kernland wählte, sind bedeutsam. Antiochia am Orontes, Seleukeia in Pierien, am Anfang ist das die zweitwichtigste Stadt nach Seleukeia am Tigris, Laodikeia am Meer und schließlich Apameia am mittleren Orontes. Dort waren die Reiterei und die Kriegselefanten stationiert. Es gab also ein großes Bemühen um die Infrastruktur und die Förderung des Handels. Bei den Städten erkennen wir sehr unterschiedliche Typen. Einmal alte griechische Städte an der kleinasiatischen Westküste, wie Smyrna oder Ephesus. Dann gibt es Neugründungen, wie Seleukeia am Tigris. Es gab einheimische Städte, die dynastische Namen bekamen. Jerusalem heißt dann auch einmal Antiochia. Und es gibt einheimische Städte, die völlig hellenisiert wurden. Sie werden zu Verwaltungszentren und daneben gibt es Garnisonen. Selbst die Neugründungen waren mehr oder weniger makedonisch, je nachdem wie viele einheimische Orientalen die Könige dort ansiedelten. Alle Städte hatten Beamte und die typischen Verfassungsorgane einer griechischen Stadt. Phylen, Rat, Volksversammlung, Magistrate, Demen, ein Stadtrecht, die Finanzverwaltung und eine Stadtmauer. Nach außen agierten die Städte frei. Sie erließen Dekrete und schickten Gesandte hin und her. Doch waren sie in Wirklichkeit ganz von den Herrschern abhängig, die in absolutistischer Manier schalten und walten konnten. Dennoch pochten die Könige immer wieder auf ihre Befreierrolle und betonten die Freiheit der Städte, was meist lediglich Propaganda war. Die Schlagworte Freiheit, Demokratie und Selbstständigkeit, die immer wieder in den Dekreten auftauchen, sind austauschbar und sagen nicht mehr viel, auf alle Fälle weniger als im 5. und 4. Jahrhundert vor Christus. Normalerweise übten die Herrscher unumschränkte Macht über die Städte aus. Nur der Grad an Abhängigkeit variierte. Wenn eine Stadt keine Steuern zahlen musste und auch keine Garnison hatte, dann war sie mit Sicherheit am besten dran. Andere Städte zahlten Steuern, hatten aber keine Garnison. Ganz arm dran waren die Städte, die tributpflichtig waren und eine Garnison beherbergen mussten. Das Verhältnis zwischen König und Stadt ist sehr komplex.
Der König brauchte den Goodwill der Städte, um überhaupt reagieren zu können. Es gibt gegenseitige Verpflichtungen und Loyalitäten. Der König finanziert viel. Die Städte erweisen sich im Gegenzug loyal und dankbar und errichten ihm Ehrenstatuen und richten Kulte für ihn ein. Antiochos III. Bat die Städte sogar, alle seine Anordnungen zu ignorieren, falls sie mit den städtischen Gesetzen in Widerspruch stünden, also ein großes Zugeständnis an die Städte. Seine Anordnung wäre dann nur aus Unkenntnis der lokalen Gegebenheiten erlassen worden. Also, es herrscht hier das Prinzip, Stadtrecht bricht Reichsrecht. Hier sehen wir wieder, in welchem Ausmaß die hellenistische Monarchie ein Akzeptanzsystem war. Die Könige respektieren bewusst die lokale Vielfältigkeit. Sie machten aus der Not eine Tugend, anders wäre der Vielvölkerstaat mit sehr disparaten Kulturen nicht zu regieren gewesen. Da die Hellenisierung ein urbanes Phänomen war, wurde die Kluft zwischen hellenisierten Städten und dem flachen Land, wo die oben beschriebenen Katöken oder Perioken saßen, immer tiefer. Diese Bauern gehörten noch dazu meist anderen Ethnien an. Dazu kommt eine zunehmende Aristokratisierung der Reichen in den Städten, die immer reicher wurden, indem sie vom zunehmenden Handel profitierten und immer mehr Land an sich brachten. Die soziale Schere ging also auseinander. Es gibt hier ein Forschungsdesiderat. Wie funktioniert die Kommunikation zwischen den Königen und der Bevölkerung in den Hauptstädten? Eine ähnliche Frage, wie sie auch für Rom natürlich zutrifft, im Verhältnis zwischen Kaiser und Plebs von Rom. Kommen wir jetzt zum Ptolemäerreich. Ptolemaios I. wollte Ägypten zu seiner Basis ausbauen, hatte offenbar, anders als Antigonos, nie das Ziel, das Gesamtreich für sich zu gewinnen. Der Ptolemäer sah sich als Nachfolger des Pharao, Ägypten als seinen persönlichen Oikos. Das Ptolemäerreich war viel einheitlicher als das Seleukidenreich, viel straffer organisiert. Eine makedonisch-griechische Oberschicht herrschte über die einheimischen Felachen. Die griechische Bürokratie verband sich sehr erfolgreich mit pharaonischen Traditionen. Städtegründungen waren kaum mehr nötig. Nur in Oberägypten, in der Thebais, gründet Ptolemaios I. die Stadt Ptolemais, das Verwaltungszentrum für die Thebais wurde. Er selbst verlegt die Hauptstadt von Memphis nach Alexandria und schließt hier sehr bewusst an das Erbe Alexanders an. Die Verwaltung der Ptolemäer war ganz auf die Generierung von Geld ausgerichtet. Zentralismus und Merkantilismus. Extreme Planwirtschaft sind die besten Termini, um das wirtschaftliche Verhalten der Ptolemäer zu beschreiben. In Ägypten durften nur ptolemäische Münzen benutzt werden. Ziel war ein geschlossenes monetäres System. Es gab eine strenge Produktions- und Steuerkontrolle, um die Schatzkammer des Königs zu füllen. Die Steuerpacht wurde hier im großen Stil eingesetzt, später von den Römern übernommen. Bei den Römern heißen die Steuerpächter dann Publikane. Sie begegnen uns als Zöllner oder Sünder im Neuen Testament. Sie waren in Ägypten in dieser Form neu, und gegen dieses neue System der Steuerpacht regte sich auch massiver Widerstand von Seiten der Felachen. Verwalter des Reiches war an der Spitze der Dioiketes. Das Land war in 40 Gaue, sogenannte Nomoi, unterteilt. An der Spitze jeden Nomos steht der Stratege, ein militärischer Befehlshaber. Später sind die Epistrategoi fürs Militär verantwortlich. Die Strategen unterstanden direkt dem König und hatten auch Aufgaben in der Rechtspflege. Sie wurden im 2. Jahrhundert zu den Häuptern der Nomos-Verwaltung. Dann sind sie fast nur noch mit zivilen Dingen befasst. Es gibt dann noch den Oikonomos, der für die Finanzen verantwortlich ist, und der Nomarch, der die Aufsicht über das Ackerland hat. Neben ihnen gibt es den Antigraphois, ein Kollege des Oikonomos, und den wichtigen Basilikos Grammateus. Er war für die Registrierung, für die Buchführung zuständig. Jeder dieser Magistrate hatte eine Vielzahl von Untergebenen. Es gab jede erdenkliche Art von Steuern.
Ägypten war wohl die am besten organisierte Region der Antike. Unterhalb der Gaue waren die Toparchien. Es gibt einen Toparchos und auch einen Topogrammateus. Und darunter kamen die Dörfer. Hier gibt es einen Komarchos und einen Komogrammateus. Die unteren Ämter waren alle von Ägyptern besetzt, da sie ja mit den Felachen in deren Muttersprache kommunizieren mussten. Zwei Rechtsordnungen waren parallel in Kraft. Es gab Gerichtshöfe für die Einheimischen und für die Griechen. Das Heer bestand aus Makedonen und Söldnern. Starke Garnisonen gab es in Alexandria, Pelusion und Elefantine. Um die Söldner ans Land zu binden, hat man sie als Kolonisten im Fayum angesiedelt, als Klerucen. Später werden auch sie Kadaukoi genannt, wie im Seleukidenreich. Erst Ende des 3. Jahrhunderts werden auch Einheimische aufgeboten. Die werden selbstbewusster. Im 2. Jahrhundert reißen eingeborenen Aufstände nicht mehr ab. Diese Aufstände liegen wohl nicht in ethnischen oder gar nationalen partikularen Tendenzen begründet, sondern haben meist sozioökonomische Ursachen. Und die meisten Armen waren eben einheimische Ägypter. Die meisten Reichen waren Griechen, sodass diese sozioökonomischen Ursachen dann auch von ethnischen Ressentiments überlagert werden konnten. Es gibt verschiedene Kategorien von Land. Der König betrachtet alles Land als sein persönliches Eigentum. Und das machen auch die anderen hellenistischen Herrscher so. Es gibt Pachtland, das königliche Bauern bestellen. Sie wirtschaften unter Aufsicht königlicher Funktionäre. Meist sind diese Grundstücke nur kurzfristig verpachtet. Es gibt konzidiertes Land, wo keine Abgaben an die Krone nötig sind, also geschenktes Land, wenn man so will. Dann gibt es Land für Tempel, aber auch an verdiente Einzelpersonen. Es können Priester sein, wie bodensässige Adelige, mächtige Personen. Ab dem 2. Jahrhundert wurden die Priester immer mächtiger. Sie konnten ihr Tempelland sogar vergrößern. Der König war immer auf den Gutwill der Priester angewiesen, denn sie verkörperten die indigenen Eliten. Sie hatten das kulturelle Gedächtnis Ägyptens gespeichert und es war unmöglich, ohne einen Konsens mit dieser Priesterelite über Ägypten zu regieren. Des Weiteren gibt es das schon erwähnte Klerucheland für Reservesoldaten und Veteranen. Ab 217 werden sie als Kadaukoi bezeichnet. Sie mussten das Land bebauen und im Notfall auch im Heer dienen. Der Kleruch konnte seine Parzelle auch wieder verpachten, vor allem wenn er zum Kriegsdienst einberufen wurde. Allmählich wurden die Landparzellen, die Kleroi, erblich, blieben also innerhalb der Familie. Das Kleruchenland wurde also immer mehr zu einer Art Privateigentum. Auch die Klerucen zahlen natürlich dieselben Steuern und Abgaben wie die Kronbauern. Allerdings zahlen die Klerucen kaum Pacht, weil sie ihren Militärdienst leisteten. Sie hatten wohl ein etwas erträglicheres Los als die Kronbauern. Die Klerucen waren meist Griechen. Sie hatten es also besser als die Kronbauern, die Felachen waren. Dann gibt es noch das Lehensland für hohe Würdenträger des Königs und Privatland. Alle Kategorien werfen in Ägypten reiche Erträge für den König ab. Die Ptolemäer waren daher die reichste Dynastie im Osten in Bezug auf Landwirtschaft, Wirtschaft und Handel. Beschwerden der arbeitenden Bevölkerung an die Behörden sind überliefert. Es gab also massive Probleme und auch drückende Armut. Durch die Papyri gewinnen wir hier einen besseren Einblick in das Alltagsleben antiker Menschen als in jeder anderen Region der antiken Welt. Der rigorose Zentralismus der Ptolemäer interessierte sich nicht für diese armen Menschen, sondern nur für das Füllen der Staatskasse, sodass die kostspieligen Kriege finanziert werden konnten. Kommen wir zu den Griechenstädten Alexandria, Naukratis, Ptolemais in der Thebais, später Antinoopolis. Zu Alexandria zunächst. Die herrschende Schicht bestand in Alexandria aus Griechen und Makedonen. In Ägypten gab es sowieso nur wenige Städte. Alexandria wird durch die Verlagerung der Hauptstadt durch Ptolemaios I.
zu der kosmopolitischen Weltstadt, zur Verwaltungszentrale und seinem Handelsknotenpunkt, wo sich Menschen aus aller Herren Länder ansiedelten. Griechen, Makedonen, einheimische Ägypter und Juden. Die Verkehrssprache war Griechisch. Alexandria wird durch den Hof auch zum geistigen, literarischen und kulturellen Zentrum der östlichen Mittelmeerwelt. Hier in Alexandria konzentrierten sich die Intellektuellen. Hier entstand die antike Philologie in der Auseinandersetzung mit den alten Homer-Texten und den Texten der athenischen Tragiker und Redner, die hier zum ersten Mal kommentiert und ediert wurden. All dies geschah im Umfeld der großen und in der Antike einzigartigen Bibliothek von Alexandria. Ptolemaios war ein Buchbesessener. Er ließ jedes ankommende Schiff in Ägypten auf Bücherchen untersuchen. Wenn welche gefunden wurden, wurden sie sofort konfisziert und der Bibliothek einverleibt. Gehen wir zur nächsten Griechenstadt, Naukratis. Naukratis war eine alte Griechenstadt, über die die Pharaonen mit der Mittelmeerwelt Handel trieben. Ptolemais in Oberägypten ist die einzige ptolemäische Stadtgründung. Also insgesamt gibt es nur drei wirkliche griechische Städte. Ein grundsätzliches Problem waren die beiden großen Volksgruppen, der einheimischen Ägypter und der zugewanderten Griechen und Makedonen, die immer in der Minderheit waren. Die Ägypter behielten ihre eigenen Gesetze und Gerichte bei. Die Griechen gingen vor griechische Gerichte. Es ist sehr interessant zu sehen, wie hier zwei Rechtskreise und Rechtskulturen nebeneinander bestehen. Im Laufe der Zeit konnten Ägypter auch die Verwaltungslaufbahn einschlagen, wenn sie Griechisch konnten. Also hier kam es zu einer verstärkten Integration des einheimischen Elements. Trotz Konflikten und Reibungsflächen kann man schon in einem gewissen, begrenzten Maße von einem Zusammenwachsen der Kulturen sprechen. Die Inschriften zeigen auch, dass verstärkt griechische und ägyptische Götter gleichgesetzt wurden, also eine Interpretatio Graeca stattfand. Nun gab es auch verstärkt Mischehen, aber das war eher begrenzt auf die Unterschichten. Oberschichtgriechen hielten sich nach wie vor von Ägypterinnen fern. Kleopatra VII., die letzte ptolemäische Herrscherin, war eine große Ausnahme. Sie war die erste Ptolemäerin, die die einheimische Sprache beherrschte. Nicht verwunderlich, dass sie angeblich 9 Sprachen gesprochen haben soll. Schon früh gab es Auflösungstendenzen in diesem Reich. Die Korruption blühte und die einheimische Bevölkerung lehnte den makedonischen Zwangsapparat immer ab. Die Könige verloren immer mehr Macht an die Priester und an lokale Strongmen, die den Armen Schutz geben konnten. Der Untergang des Ptolemäerreiches hat viele Gründe. Eine verfehlte Außenpolitik mit ständigen Kriegen und damit verbunden mit katastrophalen ökonomischen Folgen. Zu wenige auswärtige Märkte. Der Staatsdirigismus war eine große Fessel für die Wirtschaft. Und innere Unruhen und Bürgerkriege erschütterten die Herrschaft der Ptolemäer. Siehe den Abfall vom Oberägypten und die Unruhen im Delta. Das waren nicht nur ethnische Konflikte, sondern immer mehr auch soziokulturelle Konflikte. Hinzu kommt, dass all diese Probleme sich überlagerten, sich gegenseitig bedingten und verstärkten. Die Reaktion der Regierung war repressiv, die auch aus einem kulturellen Überlegenheitsgefühl heraus die Mehrheit der Bevölkerung, die Mehrheit der ägyptischen Bevölkerung, beinahe in einen höheren Status hinabdrückte. Und erschwerend hinzu kamen korrupte Beamte und die hohe Inflation. Mit dem Selbstmord Kleopatras nach der Schlacht von Actium und der Einverleibung Ägyptens in das Römische Reich durch Octavian war die Geschichte des letzten hellenistischen Teilreiches beendet.